Moin meine Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon Magical Melody. Ja, Ecto und Metz sind auch wieder da. Also wir werden hier festgehalten. Was? Wenn das jemand mitkriegt, bitte reist zu diesem Ort. Wir werden festgehalten. Diese Bedingungen sind chinesische Standards. Das ist natürlich nicht gelogen. Ich meine natürlich voll und ganz gelogen. Ein freudscher Versprecher, wa? Ja. So. Ach ja. Wir kriegen hier noch nicht mal Trockenbrot. Wir müssen Staub essen. Staub. Ey, Staub das ist gesund. Das denkt ihr, warum ich so scheiße gelaunt bin den ganzen Tag? Ja. Muss der Potzer beim Zocken zugucken und muss Staub essen. Da wird niemand glücklich. Ja, jetzt beschwert er sich, sonst übersitzt er hinten. Ja, los, okay, das schaffst du. Oh, der weil ich hoffe, dass ich was Normales zu essen krieg. Ach so. Ich verpetze auch nur den Kevin bei seinen Fluchtversuchen, dass ich doch vielleicht noch mal bessere Bedingungen krieg. Aber nix ist. Ach, du bist das. Nee, das war der Peter. Der, wo schon seit 30 Jahren in dem Keller sitzt. Ey, lass Peter in Ruhe, ja? Den werde ich noch irgendwann bekommen. Das ist mein einziger Freund. Weil hat gesagt, deine Frisur ist blöd. Okay. Matt, den Staubanteil von Peter bekommst du zu essen. Ja! Was? Das heißt, 3 Krümel mehr am Tag für dich. Ja! Jetzt kann ich Kräfte sammeln, um zu flüchten. Wie war das? Ich hab dich nicht gehört. Ich hab's akustisch nicht verstanden. Sorry, ich bin gerade konzentriert, Headshots zu verteilen. Blöde Potsau, jawoll. Blöde Potsau, jawoll. Ja. Ich renne hier gerade hinter feindlichen Linien rum, ist schon ein bisschen anstrengend. Ach, stell dich nicht so an. Ach ja. Wir machen momentan ganz viel Geld, auch wenn Rüben Geld, und Geld, 90 Geld, wert Geld, sind. Was? Geld? Was ist Geld? Ich bin in einer Welt aufgewachsen, die aus Computerspielen groß geworden ist. Was ist das? Das sind Bitcoins. Credits? Nein, Bitcoins. Was ist der Unterschied? Der Name. Böses Flugzeug. Ich bin kein Feind! Ich bin ein Schmetterling! Fängt der Arsch an, auf mich zu ballern. Flugzeug mit C4 drauf und dann. Ja, weil ich C4 so gut 20 Meter über meinen Kopf werfen kann. Ja, klar. Ich kann das. Ja, du bist auch Kevin. Battlefield ist alles möglich. Battlefield. Im Battlefield geht der Server auch alle 2 Minuten runter. Nee, nicht mehr. Nur noch alle 3 Minuten. Progress! Dieser Pilot weiß irgendwas. Der schwirrt die ganze Zeit über meinem Kopf rum. Weißt du, dass du da bist? Adam! Au! Der will dir einfach was zu essen geben, Matt. Nee, der wusste sehr genau, wo ich hocke. Ein anderer Typ ist jetzt da hingegangen, weil er sich gewundert hat, was macht der Flieger da die ganze Zeit? Und kreist er nur über eine Stelle? Oh, da ist ja jemand. Ach ja. Dann fangen wir mal an zu gießen. Und was gießt du denn Schönes? Meine Pflanzen. Und was sind das denn für Pflanzen? Das sind Brotfrüchte, Kohl, Kartoffeln und Rüben. Ja, mit so einer Antwort, mit so einer hochkomplexen Antwort hast du nicht gerechnet, ne, Matt? Pflanzen? Was sind Pflanzen? Ich kenne nur Staub. Staub ist eine Pflanze, oder? Ja, Staub ist auch Fleisch. Ist Mayonnaise eine Pflanze? Die Kevin Mayonnaise ist auch keine Pflanze. Meerrettich ist auch keine Pflanze. Senk die Hand wieder. Ja, wer es nicht kennt, geht in die Ecke und schämt sich. Ja. Das würde bedeuten, sie haben ihre Zeit mit wertvolleren Dingen verbracht.
Warte, ja. Es gibt wertvollere Dinge als SpongeBob. Das hast du sie gesagt. Das war jetzt deine Aussage. Nee, das war keine Aussage, das war eine Frage. Aha. Dann betonen das nächste Mal besser. Ja, betonen. Wörter und so. Geh in die Ecke und ist dein Staub. Staub? Wo, wo, wo? Und wenn du heute wieder ganz nett bist, dann darfst du mir wieder die Füße massieren, ja? Ich hab noch nie deine Füße massiert. Ach, das war dann Peter, oder was? Nein, ich hab nur so zu sprechen. Ich hab nur keine Kraft mehr. Nach mehreren Wochen des Hungerns, Ja, pass auf, das nimmt jetzt irgendjemand ernst. Das sollen sie ja auch. Das ist ja der Sinn der ganzen Sache. Wie sollen sie sich sonst flüchten? Ich werde hier seit 5 Monaten festgehalten. Das ist gar nicht wahr. Es sind schon 6. 3. Siehst du, ich habe schon hier Gefühl der Zeit verloren, einfach weil ich schon so lange festsitze und kein Sonnenlicht sehe. Das ist gar nicht wahr. Du bekommst Sonnenlicht. Das ist kein Sonnenlicht, das war Neonlicht, ich weiß das. Verdammt. V-Strahler. Weißt du, da will man nett zu seinen Gefangenen sein und stellt Neonröhren auf, damit sie Licht bekommen. Jetzt gibt's es auch noch zu. Das ist ja schrecklich. Und dann, ne, die kommen raus. Dürfen die im Dunkeln hausen. Ach ja. Hier. Ich bin's ja von meinem Keller gewohnt. Also. Ja, Kevin, du bist ja ein Kellerkind, ne? Ja. Er ist ein Kevin. Ich bin ein europäischer China-Farmer. Was? Ein europäischer China-Farmer, aha. Was macht der europäische Teil aus, außer der Standort? Nichts. Kriegst du anstatt Reis irgendwie ein Stück Brot zu essen, oder? Ja. Ja, siehste. Noch mehr Gründe, dich als europäischer Goldfarmer zu bezeichnen. Der Abschaum des WoW-Spieler-Community-Teils. Wieso sind so Goldfarmer wirklich so schlimm? Ja, die Leute laufen den ganzen Tag rum und töten irgendwelche Creeps, ja. Also als angenehm würde ich sie nicht bezeichnen, wenn du eine Quest mit den Tieren machen willst. Ja, aber das ist doch normal, dass man Creeps tötet, damit man Gold bekommt. Ja, aber wenn da irgendjemand sie dir jetzt vor der Nase wegballert, weil sie Gold haben wollen. Das immer. Ja, aber da gehe ich doch zu... Die ganze Spiellaufbahn. Aber da gehe ich doch zu Mobs, die vom Level her höher sind. Ja, aber irgendwann müssen ja auch deine Quests angepasst werden. Dann müssen dann halt auch höhere Creeps genommen werden und dann sind da irgendwelche Farmer halt. Ja, da wechsle ich halt den Server, mein Gott. Das geht nicht so das einfach bei WoW. Aber. Ja. Gibt's da nicht? Weil eben so 60 Euro. Nee, du darfst deinen Charakter nur transferieren. Das kostet Geld. Aber gibt's da nicht? Das gibt's doch bei allen MMO, dass da unterschiedliche Channels sind. Das ist wiederum was anderes. Aber sagt, dass da nicht die Abertausenden China-Farmer alle gleich verteilt sind. Irgendjemand muss ja die Millionen, Abermillionen von Gold irgendwo herschaffen am Tag. Also Pat, irgendwie verstehst du das ganze Konzept noch nicht. Nee. Aber was mich persönlich wundert, dürfen die währenddessen auch chatten? Und was schreiben die dann so? Hallo, ich bin ein Gefangener aus einem chinesischen Keller, befreit mich bitte. Ja. Ach, das habe ich auch mitbekommen. Du redest ja gerade von dieser ganzen Mafia, WoW-Mafia da, mit den ganzen kleinen chinesischen Kellerkindern, die Gold für die farmen. Die entführt worden sind, um Gold zu farmen, die machen das ja nicht freiwillig. Das ist ein großes Netzwerk von Verbrechern. Ja, aber ganz ehrlich, was macht man mit dem ganzen Gold? Was? Verkaufen? Ja, genau, die verkaufen das. Dann kommt da so, hier, 50.000 Gold für Penny. Also überleg dir, das läuft dann so ab, du bestellst das bei einer Seite zum Beispiel, die sagen dann, welchen Server, wie heißt dein Charakter. Und dann sagen sie zum Beispiel, ja, 1 Million Gold, das kostet sie jetzt 80 Euro. Und dann sagst du, okay, machen wir.
überweist du und dann sagen sie, sind sie, sagen wir mal, um 15 Uhr bei dem Server, dort in der Stadt, da treffen wir sie. Und dann rennt irgendein Fuzzi dir entgegen, sagt dann, ja, hier, ich bin der von der Goldfarmer-Truppe, hier, Geld, weg. Lol. Das ist so. Okay. Die rennt dir dann entgegen und sagen, hier. Ein seriöses Geschäft. So, jetzt geht's los. Wir haben 50 Noten, was heißt, wir können die Erntegattin befreien und ja. Oh, dann hat dein Leben endlich einen Sinn. Und die Erntegöttin, ja, die macht halt, ja. Macht erstmal gar interessant, nichts. Interessant, also. Genau. Die macht halt, ja. Die macht halt, ja, erst einmal gar nichts. Ja. Sie sagt so, ja, danke, ne? Jetzt aber nochmal ein bisschen weiter, wenn wir euch jetzt schon bei, sagen wir mal, Fortschritt innerhalb von Harvest Moon gehen, wie wär's? Was war die beste Story? Also Storyline, oder das Gefühl, in der Story drin zu sein, welches Spiel war da für euch das Beste? Also, sagen wir mal, in Kriterien, wie schnell seid ihr in diese Spielewelt eingetaucht? Also wie schnell habt ihr euch da drin wohlgefühlt? Wie schnell konntet ihr euch mit eurem Charakter identifizieren? Was waren da so eure besten Spiele und Erlebnisse? Schwer zu sagen. Was mich mitgenommen hat, das war unter anderem Tales of Symphonia. Das ist ein geiles Spiel. Dann fand ich Assassin's Creed, die Ezio-Geschichte rund um Ezio und so weiter, war auch richtig geil aufgezogen. Ja. Ja. Ist halt gerade blöd, weil wenn wir jetzt über so einen Trash labern, da müssen wir ein bisschen warten, da jetzt halt die Geschichte von Harvest Moon. Ich glaube, da kommen sogar Credits. Ich würde halt jetzt nur gern gucken und da wird so, keine Ahnung, die Musikinstrumente kommen jetzt gleich und jetzt wird die Erntegöttin befreit und... Dann ist alles so, ne? Richtig. Weil, was mich jetzt halt so ein bisschen gewundert hat zum Beispiel in den letzten Jahren, wenn es um Spiele geht, fand ich Bioshock Infinite irgendwie ein bisschen überhyped, vor allem mit... Elizabeth, oh, beste KI und sowas. Oh, und diese Welt sieht so klasse aus. Obwohl ich sagen muss, Punkt aus, ist immer noch eine KI, auch wenn sie irgendwas macht. Sie ist vorprogrammiert und besonders fand ich sie jetzt nicht. Ich hab's gespielt und ich muss sagen, besonders fand ich jetzt das nicht und konnte nicht verstehen, warum Leute das gehypt haben. Ich hab auch noch nicht verstanden, warum die Story so gut sein soll. Hä? Ich dachte, bei 50 wird die Erntegöttin erwacht. Bei 50 kriegst du einen Arschtritt von den Genug. Ach, jetzt. Okay. Jetzt pst. Okay. Ist es schon vorbei? Nein! Okay. Guck dir das an, Kevin! Was denn? Den Link! Ja, warte. Nix gegen euch, aber könntet ihr mal die Fresse halten? Danke. Da ist Musik und die Leute wollen das doch hören.
Boah, dauert das lange. Aber die Musik ist toll. So, das wär's jetzt. Da ist die Erdgöttin. Nach 2 Minuten Musik und... Also der Ender war ja mal super geil. Mit seinem Gong. Was? Ist ja mal voll abgegangen. Jetzt. Deine Link. Ja, jetzt kommen die Credits. Harvest Moon Magical Melody. Oh mein Gott, wir haben's echt geschafft. Nein, noch nicht. Wobei, Credits. Fast. Man könnte jetzt sagen, Credits, okay, ich beende jetzt, aber. Nein. Da gibt's ja unterschiedliche. Also bei Harvest Moon gibt's unterschiedliche Endings. Warte. Echt? Was? Wir haben das Ziel erreicht. Was heißt das, wir dürfen aus dem Keller raus? Nein, du hast doch gehört. Wir dürfen noch nicht aus dem Keller raus. Nein. Nee, vielleicht wollte er einfach nur, dass wir uns noch verabschieden. Dürfen wir jetzt raus? Nein, erst wenn ich die 100 Noten gesammelt habe, also... Oh Gott, wir werden hier niemals rauskommen. Er wird einfach keine Lust mehr haben, wenn er 99 erreicht hat und sagen, ja, Leute, ich habe gerade keine Motivation für sowas. Ich werde in diesem Keller sterben. Ja, aber das passt doch. Du stirbst bei Leuten, die du gern hast und bei deinem Lieblingsessen. Staub. Was heißt hier, Leute? Also zweiteres stimmt, aber ich mag dich nicht. Verdammtes Ekel, du. Ich hab nicht das Stockholm-Syndrom. Noch nicht. Aber. Aber Staub mag ich, ja. Ja, wer macht keinen Staub? So, Ecto. Ich habe ja gesagt, dass mich da die Assassin's Creed und Tales of Symphonia ziemlich stark mitgenommen hat und ja, was du da so spielmäßig, welche Story hat dich am besten mitgenommen, wo wir da vorher drüber gelabert haben? Achso, auf jeden Fall auch Assassin's Creed, die Ezio-Saga. Da konnte man sich ja, da hat man ja das ganze Leben mitgenommen von dem. Aber fand ich schon ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Ja. Und sonst, von der Story her, eigentlich Mass Effect noch. Ah, Mass Effect habe ich nie gespielt. Ja, ist auch halt, würde ich mal sagen, von der Intensität her auch sehr hoch. Du spielst halt 3 Spiele mit dem einen Charakter und dann bei 3 denkst du dir so, jetzt ist es vorbei. Ja. Ja, und was war das bei dem Matt? Also auch Storyline-Intensität würde ich sagen, mein All-Time-Favorite war Final Fantasy X. Okay. Das habe ich aber auch ungelogen, das hatte ich auf der PlayStation 2 und ich glaube, ich hatte 3 Spielstände, die 250 Stunden hatten jeweils. Und ich habe teilweise auch gar nicht abgespeichert. Ich habe manchmal so einen Spielstand geladen und habe den dann einfach weitergezockt und habe dann irgendwann aufgehört, wieder aus Langeweile. Also ich würde schon mal sagen, ich habe mehrere 100 Stunden auf den Spielständen. Und die Story hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Was war noch gut von der Story her? Lass mich mal gucken.
Ich habe hier noch so ganz belanglose Sachen, eigentlich so hier Visual Novels aus Japan. Da waren ein, zwei gute dabei. Manche waren auch sehr verstörend. Also, ich meine, wirklich verstörend. Da bist du dann zusammengezogen, als du den Plot rausgekriegt hast. Was war gut? Was ich noch vergessen habe, war Final Fantasy Crisis Core für die PSP. Ja, Final Fantasy habe ich nur die den ersten und zweiten Teil, glaube ich, gespielt. Also die für Super Nintendo. Die PlayStation-Teile habe ich dann nicht gespielt. Crisis Core hat halt die ganze Vorgeschichte von Cloud und so erzählt. Wie Sephiroth böse geworden ist. Warum? Was ich noch gut fand, war Dragon Age. Ah, Dragon Age, okay. Da war, ich muss halt sagen, das Storytelling war ziemlich witzig, weil das Spiel war halt in dieser düsteren Umgebung eigentlich angepasst, aber irgendwann gab es dann halt irgendwelche beknackten Witze, wo du einfach nur noch lachen musstest. Überleg dir die Welt vorm Abgrund, das große Böse taucht wieder auf. Und die Verteidigung, die die Guten alle aufgestellt haben, also Menschen und was weiß ich, irgendein Imperium, haben versagt. Sie sind kurz vorm Verlieren alle. Und dann ziehst du halt durch die Gegend irgendwie als einer der Wächter, die sich halt um die Welt bemühen sollen, die irgendwie zu retten von dieser schrecklichen Sache. Du kriegst irgendeinen Gefährten und der sagt dann, wenn du irgendwie du willst zu einem Turm der Magier, also die haben dann so eine Art magischen Zirkel sozusagen, da sind dann alle Magier vereint, werden dort ausgebildet und du willst auf diesen da drüber, das liegt aber mitten auf einem See und auf einmal sagt einer halt, der wo halt aufpasst, dass niemand drüber geht, sagt so, ich könnte euch das Boot schon geben, aber ihr müsst mir auch irgendwas dafür gegenzugeben. Und man sagt ein Charakter, den du aufgenommen hast, so, ich hab Kekse bei mir. Und denkst so da, was? Kekse? Nicht irgendwas wie Geld oder sowas? Gibt ihm dann die Kekse und er sagt noch Omnomium, ja, ich lass euch rüber. Und die Kekse so, was? Fangen halt an, übelst zu lachen und dann hast du auch noch die Option, wo hast du diese Kekse her? Du warst in einem Gefängnis. Das willst du nicht wissen. Okay, jetzt gibt's ein bisschen was zu lesen. Eine sanfte Brise streichelt meine Wange und trug warme Noten in mein Ohr. Tut mir leid, dass ihr um mich besorgt wart. Und ich danke dir. Mir geht's wieder gut. Ich und die Leute, die ihr leben, werden nie vergessen, was wichtig ist. Das ist doch auch eine schöne Story. Jamie, ich habe dir Sorgen gemacht, nicht wahr? Oh, Jamie, der Badass. Beziehungsweise die Badass. Erntegöttin, komm wieder nach Hause, putz für mich. Ich konnte nichts tun. Ausreden, Weib, alles Ausreden. Oh, Jamie. Warte. Oh, Jamie. Sicher wird Jamie es eines Tages auch verstehen. Warten wir bis dahin in Ruhe ab. Deshalb sollten wir Noten sammeln, denn wir haben noch lange nicht genug. Viel Glück. Ja, uns fehlen doch 50 Noten und da wird sich jetzt daran gemacht, dass wir die irgendwann mal sammeln. Oh, es ist 18 Uhr, wir gehen jetzt ins Bettchen, speichern und dann ist der Tag auch beendet. Das war jetzt wirklich nur ein Tag, weil wegen den ganzen Credits und so weiter hat sich das halt gezogen. Das war mir auch bewusst, dass sich das ziehen wird, aber hey. Oh Gott, Harry Potter im WM-Fieber, jetzt gibt's neue Kurzgeschichten dazu. Wir haben es ja auch schon. Ja. Also, ganz ehrlich, jetzt drücken sie halt nochmal wirklich das Letzte raus aus dem Franchise. Wir hatten es ja auch ein paar Folgen davor darüber mit Harry Potter. Und ich muss sagen, jetzt wird nochmal ausgequetscht, was geht. Wie quetschen die das denn jetzt noch aus? Wahrscheinlich irgendwelche Kurzgeschichten, dann werden sie dazu was verfilmen, aber dann müssen es die Leute sich wiederholen. Es gibt immer eine Möglichkeit, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt mich nicht weiter informiert, aber ich habe es gerade so als Nachricht irgendwo gesehen. Und Voldemort hat eine Nase. Oh mein Gott. Oder wie Voldemort seine Nase verloren hat. Wie Voldemort beim Schönheitschirurgen eine Nase bekommen hat.
Und wie er unter dem neuen dubiosen Namen Michael Jackson aufgetaucht ist und tanzen konnte. Interesting. Das war jetzt böse. Verzeihung. Nein, eigentlich nicht. Ich bin doch böse. Verzeihung. Fick dich. Okay, Leute. Das war's jetzt für den Part. Oh, 50 Noten haben wir. 50 Folgen noch. Ist aber optimistisch. Ja, optimistisch wäre, wenn ich sage, das Glas ist noch halb voll. Eigentlich ist es immer voll. Aber nicht optimistisch wäre, wenn ich sage, nee, das Glas ist halb leer. Ja, ja, mach du, wie du denkst. Das war's jetzt, Leute. Ich bedanke mich fürs Zugucken, bei den zwei Kackbuns fürs Co-Kommentieren. Und wir sehen uns... Ey, du bekommst keinen Staub, ja? Was? Und dann bekommt Ektom Peters Anteil und dein. Ja. Jawohl. Ja. Das war's jetzt. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hab am Anfang und bis jetzt ist es nichts mehr. Let's Play Harvest Moon Magic Melody. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao. Tschüss.